Willkommen bei BOC. Neben der Möglichkeit des Transports mit dem Kindersitz gibt es noch weitere Methoden des Transportes für Kinder. Eine Methode des Transports ist der Einsatz eines Fahrradanhängers. Hierbei sitzen die Kinder noch komfortabler und besser vor Wind geschützt. Bei einem Unfall sitzen sie deutlich sicherer und stürzen nicht aus Fahrradhöhe auf die Straße. Beim Kauf gibt es einige Details zu berücksichtigen. Zunächst einmal sollte der Anhänger zum Fahrrad passen, das ihn ziehen soll. Die Kupplung am Fahrrad muss sich in der richtigen Höhe anbringen lassen. Und der Rahmen des Rades muss stabil genug sein, um den Brems- und Beschleunigungskräften sowie dem zusätzlichen Gewicht standzuhalten. Im Zweifel fragt einfach einen unserer Mitarbeiter um Rat. Fahrräder mit Hinterradfederung sind grundsätzlich nicht als Zugfahrzeug geeignet. Bitte achtet darauf, dass der Boden des Anhängers sich unterhalb der Achsen der beiden Räder befindet. Dadurch wird der Schwerpunkt nach unten verlagert und die Kippneigung verringert. Um ein hochwertiges Produkt zu bekommen, sollten folgende Auswahlkriterien in die Kaufentscheidung eines Fahrradanhängers einbezogen werden. Die Belüftung. Eine gute Durchlüftung und ein guter Luftwechsel sind wichtig, da das Kind auf Höhe der Autoabgase sitzt. Diese Eigenschaft ist wichtig, da hiermit Krankheitsrisiken für das Kind gemindert werden. Achtet darauf, dass der Anhänger ein einrollbares Front- und Heckfenster hat. Das Kind darf niemals in die rotierenden Räder fassen können. Darum gibt es nur feste Seitenfenster. Die Federung. Eine gute Federung ist wichtig, damit das Kind angenehm liegt und bei der Fahrt die Wirbelsäule geschützt wird. Nicht nur die Räder sollten gefedert, sondern auch der Sitz wie eine Hängematte gestaltet sein, die den Körper im Anhänger abfedert. Der Rahmen. Ein robuster Rahmen wirkt wie eine Fahrgastzelle im Pkw. Er schützt die kleinen Mitfahrer. Die meisten Anhänger besitzen einen Überrollbügel, wie ein Cabrio. Er verhindert, dass die Kinder bei einem Überschlag nicht vom Anhänger erschlagen werden. Wenn der Anhänger nun gekauft ist, solltet ihr auch während der Fahrt auf einiges achten. Schließt jederzeit das Mückennetz. Insekten und auch Rollsplitt werden so abgehalten. Bei guten Anhängern ist eine dreistufige Sonnenblende verbaut, sodass diese dem aktuellen Sonnenstand angepasst werden kann. Fahrradanhänger heizen sich sehr schnell auf. Lasst eure Kinder auf keinen Fall länger im Anhänger warten, auch wenn ihr nur kurz einkaufen geht. Die Passagiere sollten immer einen Helm während der Fahrt tragen, um bei einem Unfall Kopfverletzungen zu verringern. Ein Sicherheitswimpel sorgt dafür, dass der Kinderanhänger im Straßenverkehr deutlich gesehen wird. Außerdem sollte der Fahrer seinen Fahrstil anpassen. Bitte nicht rasant bremsen und in Kurven nicht vergessen, dass das Gefährt A länger und B breiter ist als gewohnt. Erkundigt euch regelmäßig nach eurem Kind. Wir wünschen euch und euren Mitfahrern allzeit gute Fahrt.